Österreich recht herzlich willkommen oder wo immer ihr mit dabei seid, rund um den Erdball. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit etwas positiv besetzten, sprich mit unserer Bewegungseinheit hineinstarten in die neue Woche. Es ist, glaube ich, jetzt Woche 101 und wir nähern uns mit Riesenschritten der insgesamt 500. Sendung. Ich glaube, am 15. März ist es soweit. Ja, und wenn wir Sport Plus heute turnen, dann heißt das, wir haben viel Zeit. Wir haben 30 Minuten. Das heißt, bitte teilt euch die Kräfte ein. Es ist fast... Na, bisschen mehr, fast das Doppelte schon fast, kann man sagen. Also normal turnen, im Schnitt sind 17 Minuten, also 30 haben wir. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, wir starten gleich hinein. Und zwar, erste Übung, die wir machen, wir schauen, dass wir ungefähr mal so hüftbreit stehen, ja, oder schulterbreit, wie ihr euch wohlfühlt. Wir kommen einmal an. Genau, aufrechte Körperhaltung. Dann versuchen wir mal einzuatmen, Bauch und dann wieder auszuatmen. Der Lift fährt nach oben, fährt wieder nach unten. Genau, wir sind jetzt einmal da und wenn wir das haben, gehen wir die Arme Richtung Hüfte und beginnen da jetzt einmal ganz locker hier zu mobilisieren. Das heißt, wir starten mal sanft hinein in den Tag. Genießen das. Ja, wie war euer Wochenende? Ja, schön. Wetter war, glaube ich, ganz, ganz gut. Also vor allem bei uns im Osten habe ich gesehen, war es richtig schön. Sonnenschein, Temperaturen angenehm, Wind war nicht so schlimm. Ja, war gestern unterwegs beim Rall, Biesenberg, Hagenbrunn, in der freien Natur, durch den Wald gefahren mit dem Gravelbike. Und das Schöne ist, wenn man genau hinhört, dann hört man schon die Vögel zwitschern, die Natur. Und das sind so diese positiven Dinge, ja, die wir uns zu Gemüte führen sollten. Deswegen sage ich immer, geht's ein bisschen raus. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja. Tut was für eure Psychohygiene. Hygiene, so ist es rausgeht. So, wir werden eine Spur größer jetzt vom Kreisen her, wenn es geht. Wir spüren eh selbst am besten, wie es uns geht nach dem Wochenende. Ja? Dann können wir versuchen, auch hier einen Achter zu machen. Und wenn es irgendwie zwickt oder zwackt, ich kann euch beruhigen, bei mir ist es nicht anders. Ich spüre auch schon ab und zu das eine oder, kleine Wehwehchen. Aber das gehört halt dazu. Ja? Das ist so. So, genau. Und jetzt gehen wir mal in die andere Richtung, versuchen ebenfalls den Achter zu machen. Sehr schön, gut schaut das aus. Ja, oder einfach nur mal kreisen. Ja, jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Sehr schön. Ja. So, zweimal Spur breiter. Und was wir jetzt machen, wir bewegen uns von rechts nach links. Das heißt, da stabilisieren wir, innen dehnen wir. Ja, da können wir euch ein bisschen größer werden. Jeder oder jede von euch, wie er mag oder wie, ja, jeder von euch, wie gewünscht, wie gefühlt, ihr merkt es selbst am besten, kann ich breiter werden, ich spüre es von der Dehnung her, ja, ich stabilisiere auf der einen Seite, ja, dann gehe ich wieder rüber. Sehr gut. Also rechts, links gehen wir da einmal, bleiben kurz in der Position. Genau, sehr schön. Ja, super. Okay, wir kommen zur Mitte. Nächsten Step, den wir machen, und zwar, wir stellen uns hin, ich stelle mich seitlich hin, Beine leicht versetzt, ja, das ist unsere Ausgangsposition. Und jetzt da, Körperspannung, die ist da, rollen wir wieder mal schön über die Fußsohle ab, von der Ferse über den Mittelfuß, Vorfuß, kommen wieder retour, ja, genau, dann können wir uns ein bisschen an Schwung holen, einfach nur mal da hineinfühlen. Das ist praktisch das Warm-up für unsere nächste Übung und die schon länger mit dabei sind, die wissen, was dann kommt. Hat wieder was zu tun mit unserem Bewegungsmuster, also neu abzuspeichern. Hoppala. Und da kann schon sein, dass man ein bisschen wackelt, das ist ganz normal. Ist auch bei mir so, wie ihr seht. Wir haben einen Montag. Okay, so, und wenn wir das haben, dann wechseln wir das Bein einmal. Ja? Und auch da schauen, und wir können auch gerne die Arme dazu nehmen, richtig schön Schwung holen. Ja, das ist sie, unsere Bewegung, die wir jetzt gerade ausführen. Sehr schön, nach vorne, retour. Jawohl, so, nächster Schritt, unser Bewegungsmuster. Das heißt, wir achten jetzt drauf, Einsteiger steigen leicht nach vorne, Zehenspitzen sind aufgestellt, warum? Damit wir da nicht irgendwo einhackeln und stolpern. Das heißt, wir setzen mit der Ferse auf, rollen ab, Mittelfuß, Vorfuß und kommen wieder retour. Ja? Das ist die Einsteigervariante. Das heißt, ist so ein bisschen ein Techniktraining,
Und beim Techniktraining überzeichnest du natürlich. Ja, das heißt, du stößt extrem auf. Ja, das heißt, wir machen, kann man sagen, 120%, damit wir dann im Ernstfall unsere 80, 90 zusammenbringen. Ja, das heißt, beim Gehen, dass wir nicht irgendwo hängen bleiben. Ja, so, sehr schön. Sind so ganz einfache Übungen, da wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, geh bitte. Ja, aber wichtig. Ja, wie oft sind wir schon wo hängen geblieben? Ja, und das ist natürlich nur die Einsteigervariante. So. Und jetzt die Fortgeschrittenen, die können das Ganze dann übergehen lassen in einen leichten Ausfallschritt. Aber wichtig ist mir dabei und für euch, wirklich hier schön mit der Ferse aufzusetzen, abzurollen, nach vorne zu kommen und wieder retour. Und da haben wir dann die Chance, dass wir da richtig groß werden. Dann hat das schon eine ganz andere Dynamik, ja, als wenn ich nur so mache. Ne? Ist natürlich in Ordnung, auch für die Damen und Herren mit der Gehhilfe. Hm? Aber die anderen, die können da richtig schön groß werden. Ja, komm wieder zu euch, genau, bin schon da und wieder nach vorne steigen. Ja. Immer gedacht, für die Socken nehme ich heute ein bisschen was Bunteres, um Farbe hineinzubringen. Ja. Brauchen wir ein bisschen positive Energie. Jawohl, sehr schön. Man kann die Arme dazu nehmen, richtig schön breit zu werden. Und da merken wir natürlich, aha, ja, Kreislauf aktiviert, gell? Sehr schön. So, nächster Schritt, ganz wichtig, das Zurücksteigen. Warum? Wir haben ja oft die Problematik, dass irgendwas passiert und dann sind wir unsicher. Das können wir dann damit relativ gut ausschließen. Ja, präventiv, das heißt, wir steigen nach hinten, setzen auf, mit den Vorfuß rollen ab auf die Ferse. Ja, das ist unsere Bewegung. Geht natürlich auch im Rollator, in der Gehhilfe, da zurücksteigen. Ja, einfach nur diese Bewegung zu machen. Dieses Bewegungsmuster, das wir immer wieder wiederholen, um im Ernstfall, das heißt, wenn was ist und wir müssen zurücksteigen, sind wir sicher. Da fühlen wir uns gut, weil wir das kennen. Und das bestätigen mir auch immer wieder dann die Briefe, die Mails, die ich von euch bekomme. Boah, da war eine Situation und dann habe ich daran gedacht, was wird der Philipp sagen? Und genau das habe ich gemacht und konnte damit ein Hopperla vereiteln. Ja? Um das geht es ja, ja. Und auch da können wir natürlich weiter nach hinten steigen. Die Fortgeschrittenen nach hinten, zack, größer werden. Ja. Ja, dann hat er schon ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Action. Ja. Nach hinten, sehr schön. Komm wieder zu euch. Jawohl. Ja. Und wir werden nach der Übung jetzt dann noch etwas dynamischer. Genau, nach hinten. Sehr schön. Jawohl. Und einmal geht es noch rechts und einmal noch links, auch im kleinen. Jeder für sich, so gut es geht. So, jetzt gehen wir gemeinsam auf die Eisfläche. Ja, ich glaube, zugefrorene Seen gibt es in Österreich keine mehr oder sehr, sehr selten aufgrund der Temperaturen, aber es gibt noch Eislaufplätze, die offen haben, ja, wo die Leute Eislaufen gehen und das machen wir jetzt gemeinsam. Wir skaten einmal dahin, schon mit dem Gedanken Richtung Frühling, wo man dann vielleicht mit den Rollerskates fährt. Es geht aber hier um die Bewegung, wo wir von rechts nach links genau gemeinsam fahren. Körperspannung, die ist da. Ja, sehr schön. Ich finde das immer total ästhetisch auf der Donauinsel, wenn es fahren, so wie eine liebe Freundin von mir, die Lise Schrenk, wenn die da hingleiten mit den Skates, die haben einen enormen Speed drauf. Das ist ein Wahnsinn, schaut gut aus. Jawohl, richtig schön. Rechts, links, die Fortgeschrittenen von uns oder unter uns, die Einsteiger machen eine kleine Bewegungsgröße. Ja, sehr schön. Genau, klein. Und jetzt einmal versuchen, kurz einmal in der Position zu bleiben, ja? Zu gleiten, Gleitphase ausnutzen. Genau, da haben wir die Körperspannung mit dabei. Ja, auch was fürs Gleichgewicht. Kurz einmal halten, rüber. Sehr schön. Und dann können wir wieder ein bisschen flotter werden. Ja, sehr gut. Ja, an dieser Stelle einen wunderschönen guten Morgen an alle Damen und Herren, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind schon mittendrin, aber noch in der Warm-up-Phase. Und für alle, die seit 10 Minuten ungefähr überlegen, mitzuturnen, macht's mit. Es wird keiner für euch diese Bewegungen machen. Und ihr macht es nur für euch. Probiert es einmal. Und dann sagt es mir, wie es euch danach gegangen ist. Jawohl, und wir fahren schon. Sehr schön. Skaten wieder hin. Sehr gut. Werden wieder eine Spur kleiner. Okay, auch die Fortgeschrittenen. Sehr schön. Und wir kommen zur Mitte. So, jetzt sind wir richtig aufwärmt, gell? Jetzt gehen wir ein bisschen in die Kräftigung. Dazu wichtig, eines unserer Beine verwurzeln.
man kann sich auch gerne anhalten. So, dann linkes Bein bei mir ist verwurzelt. Jetzt löse ich aus mit dem rechten Standbein. Und jetzt hebe ich nach vorne an. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Ja, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Was machen wir? Da kräftigen wir vorne, den wir hinten. Ja? So, jetzt wechseln wir das Bein, anderes Bein. Ja? Anhalten, locker lassen, wie auch immer. Und auch da wieder. Körperspannung ist da und auch hier wieder. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Und da haben wir 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Okay. Wechsel des Standbeines. Jetzt machen wir das Ganze seitlich. Also, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. 7, 6, 5, 4. Wir halten kurz, was machen wir da? Wir kräftigen auf der Außenseite. Gesäß haben wir mit dabei. Da innen haben wir die Dehnung. Ja. So, wo waren wir jetzt? 4, 3, 2 und 1. Und das jetzt bitte auch auf der anderen Seite. Sehr schön. Okay, gescheit verwurzeln und auch hier wieder. Ja, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. So, stellen wir ab. Und jetzt da, was fehlt uns noch? Genau, die Bewegung nach hinten. Das heißt auch hier wieder andere Standbein und jetzt gehen wir wieder. Schöner nach hinten, ja. Was haben wir hier? Wir haben hier den unteren Rücken mit dabei. Wir haben das Gesäß, den hinteren Oberschenkel. Ja? Jetzt kräftigt man hinten, den man praktisch vorne. Ja? Und da haben wir noch 5, hoppala, 4, 3, 2 und 1. Und jetzt nochmal mit dem anderen Bein. Hm? Auch da wieder. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Ja? Wir bleiben bei den Beinen. Nächster Schritt, Kniehub, Kniebeuge. Sieht folgendermaßen aus. Kniehub, steigen rüber. Dann gehen wir nach unten. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Übers Gesäß nach oben und steigen nach. Wieder. Das heißt, wir haben zunächst einmal den Kniehub. Dann unsere Oberschenkelkräftigung. Zack und wieder der Kniehub. Und dann in die andere Richtung. Ja? Und bitte achtet bei der Ausführung der Übungen darauf, dass ihr das sauber macht. Das ist bei der Kniebeuge, ja, nicht mit dem Oberkörper nach vor, sondern wir versuchen, ja, technisch sauber nach unten zu gehen. Einsteiger, ja, Einsteiger. Ja, fortgeschrittene Profis, so gut es geht, ich spüre das eh selbst am besten. Und dann über das Gesäß nach oben schieben. Ja. Es bringt wesentlich mehr, wenn ihr es so macht, ja, als wenn es so oben geht. Ja, das ist. Wir wollen die Qualität haben. Also lieber kleiner beginnen und dann steigern, ja, bis zur Profi-Variante. Aber das ist wichtig. Aber dazwischen, was haben wir? Den Kniehub. Also Kniehub. Sehr schön. Rübersteigen. Andere Seite. Konzentriert euch bitte. Das sind eure 30 Minuten heute der Bewegung. Ich werde fit in die Woche reinstarten. Ja. Ich liebe das immer. Zuerst der Sport, dann ein gescheites Duscherl und hinten drauf dann noch ein gutes Frühstück. So kann der Tag beginnen. Ja, und wir haben schon alles erledigt, was uns gut tut für unser körperliches Wohlbefinden. Der Start ist ja gleich ganz anders hinein in den Tag. Ja. Und da haben wir noch 5, 4, 3, 2 und 1. Jawohl, sehr schön. Ja. Gut, nächster Schritt, Fußsohlengymnastik. Soll auch nicht zu kurz kommen. Das heißt, wir schauen uns mal ungefähr so hüftbreit stehen. Jetzt machen wir folgendes, ich stehe mir mal seitlich hin. Ja. Wir versuchen auf die Fersen zu gehen und vorne mit den Zehen in den Boden zu krallen. Genau, Fußsohlengymnastik. Das heißt, wir curdeln richtig schön damit. Ja. Genau, Fußsohlengymnastik. Sehr schön. Acht aber darauf auf die Körperspannung.
Sehr gut macht ihr das. Ausgezeichnet. Ein bisschen was zum Durchatmen, weil nachher legen wir wieder drauf. Ja? Sehr gut. Versuchen, auf die Ferse zu gehen, wenn es geht. Wer möchte, kann sich gerne anhalten, falls er sich unsicher fühlt. Wie auch immer. Sehr gut. Okay. Und wir kommen zur Mitte. Jetzt stellen wir unsere Beine zusammen. Ja? Und machen Folgendes. Unsere Wadenmuskulatur, vordere Schienbeinmuskel, ja? Kräftigen wir jetzt. Ja? Stimme seitlich hin, das heißt, wir heben wieder an, drücken uns über die Fußballen noch mit den Fersen nach oben, senken die Fersen wieder, aber versuchen kurz vom Boden zu stoppen. Ja? Das heißt, die Fersen berühren, wenn, dann den Boden nur ganz sanft, auch wenn es geht, kurz davor stoppen. Ja? Das machen wir. Genau. Sehr schön. Komm wieder zu euch nach vorne. Ja. Sehr gut. Ja, bleiben wir dran. So, jetzt wäre meine Spur breiter. Breiter wären wir jetzt, genau. Spur nur. Ja. Und auch da geht es wieder weiter. Ja, sehr gut. Ja. Gefällt mir, was ich da sehe. Alle motiviert. Und nach oben abdrücken. Jawohl, sehr schön. Und jetzt, letzter Schritt, wir werden noch eine Spur breiter. Ja? Und da machen wir jetzt auch noch ein paar miteinander. Okay? Und da haben wir jetzt 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Okay, wir schütteln mal ganz kurz aus. Atmen durch, kommen jetzt zum Iliosakralgelenk. Das ist dieses Bindeglied zwischen Oberkörper und den Beinen. Die müssen ja miteinander irgendwie zusammenspielen bzw. harmonieren, wenn das nicht der Fall ist, war ein bisschen blöd. Ja? Mobilisation, die schon länger mit dabei sind, die kennen das. Ich drehe mich wieder mal um. Wir geben da hinten, da wo die Knochen sind, unsere Daumen hin. Ja? Und jetzt ziehen wir praktisch immer ein Bein nach oben ziehen. Also versucht, ich komme zu euch, ja? Schaut mal, dass ihr zum Beispiel die Zehenspitzen auch nach oben zieht. Das heißt, wir neigen uns nicht rechts, links, ja? Sondern wir ziehen da richtig schön nach oben. Ja? Genau. Und dann sollte es so ausschauen, dass wir sehen, dass der eine Daumen nach oben geht und dann der andere. Das ist die Mobilisation. Sehr gut, ich komme wieder zu euch. Und wenn ihr das macht, diese Bewegung, denke immer wieder an einen meiner Lieblingsfilme, spielt es meistens zur Weihnachtszeit, Chitty Chitty Bang Bang. Könnt ihr euch erinnern? Da war das dann auch so, da sind sie dann auch gestanden. Ich bin eine Puppe, die sich im Kreise dreht. Dam, badam. Bam, badam. Ja, könnt ihr euch erinnern? Lieber Film, gell? Das sind so die Filme meiner Kindheit, auf die ich stehe. Das ist dieses Positive, dieses Schöne. Ha, herrlich. Genau, nach oben ziehen. Oder da war der eine mit der Nase, könnt ihr euch erinnern? Oh, ich rieche Kinder, ich rieche Kinder. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Ja, das war so. Meine Kameraleute lachen da, ja. Aber es ist so. So, nach oben ziehen. Sehr schön. Okay, so, nächste Übung, unsere seitliche Balance. Das heißt, wir haben da die Körperspannung mit dabei. Balance, ganz, ganz wichtig. Dazu geben wir die Arme nach oben. So, und jetzt haben wir wieder ein Gewicht, zum Beispiel jetzt auf dem rechten Bein, unser Standbein. Dann lösen wir mit dem linken Bein aus, Ausgangsposition. Und jetzt neigen wir uns einmal nach rechts, ja, kommen aufs andere Bein und neigen uns nach links. Ja. Wie gesagt, jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Fangen wir mal an, hoppala, genau. Da müssen wir austarieren. Das ist die Einsteigervariante. Dann können wir natürlich hier von der Bewegung her größer werden. Ja, wieder größer werden. Sehr schön. Also jeder für sich, so gut es geht. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Ja, da haben wir die Körperspannung mit dabei. Sehr gut. Wir haben unsere Balance natürlich. Die brauchen wir. Die hilft uns im Alltag. Ja, und Einsteiger, versuchen wir ganz locker, schaut mal, geht einmal, sehr gut, die älteren Damen und Herren, versucht es einmal, so gut es geht, jawohl, sehr schön, macht kleine Bewegungen zunächst einmal, und wenn ihr merkt, es funktioniert, ja, auch für die Einsteiger, dann erst werdet bitte größer, ja, hoppala, ja, sehr schön, und wieder, andere Seiten, super, ja, das ist schön, wenn man Zeit hat für die Übungen, gell? Hoppala, ihr merkt, auch mein Standbein musste jetzt korrigieren. Das ist gut so. Das heißt, da trainieren wir. Andere Seiten. Und jetzt versuchen wir mal, beim nächsten Mal dann auch die Position einmal kurz zu halten. Das heißt,
Einsteiger, fortgeschrittene Profis, wie auch immer. Und jetzt halten wir die Position. 4, 3, 2, 1. Kommen zur Mitte. Und jetzt neigen wir uns rüber in die andere Richtung, okay? Und auch da wieder. Schauen, wie geht's. Endposition. Und dann 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Und einmal machen wir noch rechts. Atmung fließen lassen. Und die kommen zur Mitte. Einmal nach links. Sehr schön. Okay, super. So, Mobilisation Handgelenk. Ja. Stehen wir ganz locker da. Und zwar beginnen wir hier zu mobilisieren, dass wir da einen Achter zeichnen in eine Richtung. Ich zeige es einmal langsam her. Versucht das einmal. Ja, eine Richtung. Richtig schön ausladen, die Achter zu machen. Dann einmal in die andere Richtung zu gehen. Das sind so die Übungen, die man immer wieder ausführen kann. Prinzipiell gilt, alle Übungen, die wir machen, kannst immer und überall ausführen. Du brauchst dazu nichts, ja, außer dich. Das könnt ihr immer wieder machen. Und es tut euch gut. Ja, ich muss einmal aufpassen, aufrechte Haltung, andere Richtung. Sehr schön. Da wechseln wir. So, und jetzt nehmen wir unsere Ellbogen dazu. Das heißt, ja, schwingen wir mal, ich mach's einmal langsam, ja, ja, langsam, mache ich es zunächst einmal und dann, wenn wir das Tempo haben, können wir ruhig eine Spur schneller werden, ja, und wenn wir schon mal schneller sind, versuchen wir dann einmal, kurz einmal anzuhalten und zwar jetzt, ja, und wir gehen in die andere Richtung. Und es ist witzig, diese Übung zum Beispiel haben wir letzten Sommer gemacht, aber Doppler Horst, unsere beiden Beachvolleyballer zu Gast, und die haben da ein richtiges koordinatives Problemchen gehabt. Die haben gesagt, gar nicht so einfach. Ja? So, und wieder in die andere Richtung gehen wir. Sehr schön. Andere Richtung. Okay. Und jetzt mit beiden Armen richtig schöne, große Achter, vor uns liegende Achter zu zeichnen. Lassen wir es richtig fließen. Sehr schön. Und ihr merkt es, auch für mich ist es anstrengend, die ersten Schweißperlen bereits auf der Stirn. Ja, so Bewegung, das kann schon was. Und ich wiederhole es auch gerne immer wieder. Alle, die drüber lachen und sagen, na geht, bitte. Na geht, das ist ja was für. Ja, stellt euch einmal hin, macht es. Und dann bin ich gespannt, was sagt es. Ja? So, und auch hier stoppen wir mal und gehen in die andere Richtung. Auch hier der Richtungswechsel. So, der Richtungswechsel. Sehr schön. Jawohl. Okay, sehr schön. Wir schütteln jetzt einmal aus. Atmen einmal durch. Nächster Schritt. Und zwar, Arme ungefähr so Brusthöhe, Fingerspitzen schauen zueinander. Und jetzt machen wir da auf. So. Eins, zwei. Wir reißen jetzt nicht. Und dann gehen wir nach hinten. Drei, vier. Okay. Kommen wieder vorne zusammen. Eins, zwei. Und jetzt gehen wir mit den Armen nach oben. Drei, vier. Kommen nach vorne, dann sind wir wieder praktisch in der Mitte. 3, 4 und dann haben wir wieder 1, 2 und jetzt, was kommt jetzt? Jetzt gehen wir nach unten. 3, 4 und dieses Spiel machen wir jetzt gemeinsam. Zack, zack, so rechts hast du gesagt. Zack, ja, Kamera, Karin. Die wäre auch mein Einladen, das mittun, meine Karin. Ja, gell? 1, 2, 3, 4. Normalerweise lacht sie immer, jetzt hat es nicht gelacht. Sehr schön. Wieder 1, 2, 3, 4. Das lassen wir dann fließen. Wenn es geht, halt am Anfang nicht reißen. Jeder für sich, so gut es geht. Nach oben und wieder vorne. Sehr schön. Nach hinten und nach unten. Sehr gut. Einmal wandern wir noch nach oben. Einmal noch zur Mitte. Und wieder 1, 2, 3, 4. Ihr seht, machen wir. Bin ja gedanklich schon woanders und dann mache ich einen dritten statt nur zwei. Aber alles okay, Hauptsache wir bewegen uns. Ja, aber achten trotzdem auf die Qualität. So, nächste Geschichte. Dazu gehen wir praktisch in die leichte Grätsche. Dann die Beine leicht abgewinkelt, jetzt schützen wir uns ab. Ich zeige es einmal seitlich her. Das ist unsere Ausgangsposition. Der Nabel zieht nach innen, ja, Richtung Wirbelsäule. Und jetzt, ja, nehmen wir die eine Hand, vorn mit der Handfläche da praktisch hinein und ziehen jetzt nach oben. Einatmen. Und kommen mit der Ausatmung
Sehr schön. Also nach oben. Lasst euch Zeit. Sehr schön. Und wieder. Und wieder retour. Sehr schön. Genau. Das machen wir jetzt da. Genau. Nach oben. Sehr gut. Und wieder nach oben ziehen. Sehr schön. Und wieder. Geht schon, komm. Genau. Und einatmen, nach oben den Daumen nachblicken. Und Arme geht's noch. So, stützen Sie ab. Andere Handfläche. Auch da wieder. Hinein. Und dann gehen wir danach und ziehen nach oben. Einatmen. Und mit der Ausatmung kommen wir wieder nach unten. Und wieder. Nach oben ziehen. Sehr schön. Genau, da eine. Und dann gehen wir nach oben. Atmen ein. Nach oben. Sehr schön. Da bleiben wir noch dran. Und gehen wir, komm. Und dann machen wir noch 5. Einatmen. 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Jetzt richten wir uns auf. So, wir kommen schon langsam zum Finale. Und zwar schauen wir mal, wie das ungefähr hüftbreit stehen. Arme nach vorne, stehen wir seitlich hin und jetzt ziehen wir unsere Handflächen, praktisch unseren Ellbogen, ziehen wir dann nach hinten, kommen wir wieder nach vorne. Genau, nach hinten ziehen, sehr schön. Ja, sehr gut. Das machen wir jetzt gemeinsam und dann kommen wir schon zur Cool-Down-Phase. Nach hinten ziehen. Ihr macht die Übung bitte weiter, konzentriert euch. Und vielleicht kann man das mit der Kamera mal kurz herzeigen. Viele sagen immer, na, wie merkst du da die Übungen? Schaut her, Fernsehen ist ja so, ich habe da zum Beispiel meinen Schummelzettel, den habe ich da. Da schaut her, das ist mein Schummelzettel, da schreibe ich mir alles auf, seht ihr das? Zum Beispiel die vorletzte Übung, da steht Marina Romi Übung. Warum? Das sind also die Synonyme, die ich habe für die einzelnen Übungen. Weil die haben wir zum Beispiel damals gehabt, bei der Romi-Übergabe haben wir die auch gemacht. Ja? Also du kannst da nicht alles merken, so ist Fernsehen. Wir haben auch die ganzen großen Showmaster und Quizmaster haben alle ihre großen Tafeln. Das brauchst. Schön nach hinten ziehen. Sehr schön. Okay, ja. Ich würde sagen, wir kommen zur Cool-Down-Phase. Super Watch jetzt, ja. Schwitzen da mal ein bisschen, das ist gut. Jetzt machen wir Folgendes. Schauen, dass wir ungefähr so hüftbreit stehen. Jetzt gehen wir mit unseren Armen Richtung Boden einmal nach unten. Lassen die nach unten beiden, also nach unten hängen. Und beginnen da jetzt einmal ganz locker zu schwingen von rechts nach links. Und wirklich locker auspendeln. Sehr gut. Jetzt muss ich kurz die Regie fragen. Wissen wir schon was wegen morgen, wo wir morgen turnen? Okay. So, und jetzt werden wir ein bisschen größer von der Bewegung. Das heißt, wir schwingen von rechts nach links. Aber überdrehen da nicht, sondern haben da. Ja, genau. Das ist unsere Bewegung. Sehr schön. Okay, dann stoppen wir mal kurz, halten. Ja, sehr schön. Und jetzt schwingen wir wieder. Sehr gut. Und jetzt die andere Richtung. Ja, kommen zur Mitte, werden wieder kleiner von unserer schwingenden Bewegung. Ja, und jetzt versuchen wir, soweit es geht, nach unten zu gehen. Und wie immer, ganz ein wichtiger Fakt ist die Atmung. Das heißt, wir atmen ein. Und jetzt bitte alles einmal ausatmen, nach vorne und alles raus. Genau, und die Einatmung erfolgt automatisch. Ja? Gut was, ja, das war's für heute. Super, also es könnte sein, dass wir morgen wieder auf Sport Plus turnen. Schaut halt bitte, sind wir im Zweier oder auf Sport Plus. Ich freue mich schon, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bitte geht's raus in die frische Luft, wenn es irgendwie möglich ist. Genießt es ein bisschen, die zwitschernden Vögel, und trinken, 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 weil die Zelle muss auch am Montag schwimmen.